Aber Morten war im Wald, beileibe nicht allein. Zwei Ohren hörten jede seiner Schritte, zwei Augen folgten jeder seiner Bewegungen, als er fleißig Nüsse sammelte und auch als er dann zum Bäcker ging. Ich hatte den Eindruck, du magst Pfefferkuchen. Das ist doch eine unfassbar gute Frage. Ich bin in Frankreich aufgewachsen und als ich mit 14 nach Deutschland kam, habe ich gedacht, die Deutschen müssen echt einen an der Waffel haben, weil es ist ja widerwärtig. Ein Franzose, das schmeckt so eigentümlich. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu mögen. Also du bist in Frankreich aufgewachsen? Ja. Wann bist du noch, also wieso überhaupt in Frankreich? Ich meine, ja, Horwitz klingt jetzt nicht französisch, ehrlich gesagt. Ja, richtig. Mein Vater ist vor den Nazis geflohen, 1936. Und dann führte ihn der Weg quer durch Europa. Und dann, der Weg führte ihn zur Royal Air Force und dann zur Fremdenlegion. Er war also jahrelang Fremdenlegionär. Und nach dem Krieg, also bei der Fremdenlegion ist es so, dass wenn du deinen Dienst absolviert hast, dann schenkt dir als Dank Frankreich, wenn du es möchtest, die französische Staatsbürgerschaft. Und da mein Vater keine Lust hatte, die Deutsche zu behalten, war es wunderbar. Und dann war ich als sein Sohn, der ohnehin in Paris geboren wurde, war ich dann französischer Staatsbürger und bin es immer noch. Ah ja, okay. Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Mit 14. Das heißt, das war im Jahre 71, okay. Für die, die mitrechnen wollen. Du hast eine Schauspielerausbildung gemacht, du bist mittlerweile... Peter, nein. Ich habe keine Schauspielerausbildung. Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Ausbildung gemacht. Ich bin eine ungelernte Kraft. Okay. Ja, aber dafür kommst du saugut rüber, muss ich sagen. Ja. Vielleicht deswegen. Ja, mehr schlecht als recht. Außerdem ist Dominik Buchautor, hat zwei Romane bis jetzt geschrieben, einen Krimi und einen Liebesroman. Beide spielen in Weimar. Beide haben denselben Protagonisten, das ist ein Kutscher. Du hast einmal in einem Krimi einen Kutscher gespielt, ne? Ja, richtig. In einem Weimar, der geht auch über Weimar. Ja, das war der Weimarer Tatort. Genau. Und diesen Kutscher, den beschreibt er auch so, folgendermaßen. Seine kräftige Gestalt, die markanten Züge und der rasierte Schädel verliehen ihm zwar eine virile Ausstrahlung, doch die abstehenden Ohren und die gebrochene Nase, ein Relikt seiner Boxervergangenheit, waren nicht jedermanns Geschmack. Ganz abgesehen davon, dass er weit davon entfernt war, seiner Frau ein sorgloses Leben ermöglichen zu können, geschweige denn einen Porsche. Du fährst keinen Porsche? Nein. Diese Liebesgeschichte, Chanson d'amour, die beginnt, wo normalerweise Liebesgeschichten aufhören, nämlich da, wo sie sich gekriegt haben. Zwei Paare sind zusammen und nach den wunderbaren Verliebtheitsgeschichten beginnen nun die Mühen der Ebene, wie Brecht mal gesagt hat. Sie müssen irgendwie sehen, dass sie miteinander klarkommen, ihre Ziele definieren und gegenseitig miteinander abstimmen. Kennst du das persönlich? Naja, wer nicht? Die Liebe ist ja letztlich nichts anderes als das Leben oder auch die Karriere, wenn du so willst. Man muss es schaffen, erwachsen zu werden. Also auch einen erwachsenen Umgang mit sich und mit dem anderen. Im Leben, im Beruf und auch in der Liebe. Und das Erwachsenwerden ist etwas, was vielen schwerfällt, inklusive meiner. Ich bin sehr gut damit klargekommen, dass ich nicht erwachsen wurde. So. Also, und das bringt logischerweise Probleme mit sich und die trägt man nicht alleine.
Boah, wurde ich aber persönlich, oder? Aber sowas von. Du hast Kinder, wie viele sind es? Vier, glaube ich. Vier. Ne? Normalerweise helfen Kinder, also mir haben sie sehr geholfen beim Erwachsenwerden, sowohl meine eigenen Söhne als auch meine beiden Stiefkinder. Ja, also sorry, du bist ja auch der Hammer. Also wir, Peter und ich, wir haben uns vorgestern kennengelernt und wir waren gemeinsam essen und da erzählte er mir, dass er als ganz junger Kerl, wie alt warst du, 18? 19. 19 bekam er seinen Sohn, kurz darauf hat er sich von seiner Frau getrennt und behielt den Sohn und arbeitete beim Rundfunk und hat diesen Sohn großgezogen. Nach einigen Jahren hast du den, ne? Ich darf ich darf mal jetzt die Moderation übernehmen. nach 6 oder 8 Jahren bekamst du den zweiten. Die Ehe ging auch in die Binsen. Und dann hast du den zweiten Sohn auch behalten. Na sicher. Und machtest Karriere beim Rundfunk und hast die Jungs großgezogen, was der Hammer ist. Nee, das wäre mir völlig fremd. Welchen Weg bist denn du gegangen? Mein Weg war ein relativ einfacher. Ich war sehr früh Schauspieler und von Geburt an, nehme ich an, ziemlich ehrgeizig. Und ich wollte nichts anderes sein. Ich wollte nichts anderes werden und nichts anderes tun. Das bedeutet, jemand, der mich kennenlernt, hat mich in einer Weise kennengelernt oder erlebt, nämlich arbeitenderweise. Also das bedeutet, ohne Feierabend, ohne Ferien, ohne Wochenende. Es ist einfach, ein Schauspieler hat am Samstag Probe, Samstagabend Vorstellung, am Sonntag keine Probe, aber am Sonntagabend auch Vorstellung. Und das bedeutet, die Frau, die einfach den Mut bzw. den Wahnsinn besaß, sich mit mir zusammenzutun, wusste, wenn sie Kinder mit mir kriegt, wird es womöglich an ihr hängen bleiben, weil auf mich ist kein Verlass. Also nicht, weil ich es nicht will und nicht, weil ich, ja, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach nicht, entweder auf der Bühne oder ich drehe, so. Also es war, glaube ich, sehr anstrengend für meine erste Frau, auch für meine zweite. Aber das ist auch bewundernswert. Die Damen wussten, es waren auch selbstständige Frauen und die hatten damit kein Problem. Also ich habe auch noch nie, dann Vorwürfe bekommen. Dominique, ich muss alles machen, alles alleine machen. Ist ja auch jetzt nicht so, dass ich mich darauf ausgeruht hatte, aber ich bin auch einfach selten zu Hause. Ja. Kann ja auch Vorteile haben. Also für die Kinder auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man das von vornherein für sich klar hat, wie man leben will und wie man nicht leben will und das auch dann dem Partner oder der Partnerin ins B sagen kann, kann es nicht so ein großes Problem sein, dass man sich doch... Nein, anstrengt. Es ist nur einfach nur anstrengend für die Frau, das ist ganz klar. Aber war auch so und ich habe auch nie, aber das ist ja vielleicht, weil ich vom Gemüt ein schlichter Geist bin, ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt, niemals. Das ist so. Nein, das ist auch ganz einfach. Man denkt immer, was für ein arroganter Idiot oder was auch immer. Kein Mensch käme auf die Idee, Herrn zu fragen oder sich zu wundern, warum Herr Zetsche von Mercedes-Benz seine Kinder nicht erzieht. Oder also hätte er Kinder, ich weiß nicht, ob er hat, Frank-Walter Steinmeier oder irgend sowas. Das ist klar, das ist ein bestimmter Beruf, wenn man es gut machen will, was Besonderes auch von einem fordert. Und dann ist man froh, wenn man eine Partnerin hat, die das einem erlaubt. Also ich finde es überhaupt nicht arrogant, ich finde es schlicht und ergreifend ehrlich. Oder wie denkt ihr? Also ich finde es einfach nur ehrlich. Ja. Und erstaunlicherweise mögen mich meine Kinder. Und auch erstaunlicherweise habe ich auch, obwohl ich so selten zu Hause war und bin, meine Kinder erzogen. Also wenn ich das Resultat sehe, sie sind ja nun alle erwachsen, kann ich sagen, ja, ich erkenne mich wieder oder ich erkenne meine Lebenshaltung oder meine Lebensphilosophie in ihnen. Eine Tochter ist auch Schauspielerin geworden. Ja, Schauspielerin und Regisseurin. Mhm. Eben, also von daher denke ich, allzu viel falsch hast du mit Sicherheit nicht gemacht. Ja gut, das ist, weißt du, das ist, ob jetzt jemand Schauspieler ist oder
mein zweiter Sohn ist in der Wirtschaft, mir war es immer relativ egal, was meine Kinder machen. Hauptsache, sie entscheiden das und also damit müssen sie ja leben. Ja. Dieses Nicht-Erwachsen-Werden-Wollen hat bei dir aus meiner Sicht zwei Seiten. Auf der einen Seite reflektierst du es, du schreibst es ja auch im Roman, der Kaminski hat genau das gleiche Problem, ist ja so ein bisschen auch dein alter Ego. Also du reflektierst es, aber das ist ja schon ein Schritt, erwachsen zu sein. Und zum anderen kultivierst du es, was wir gerade auf der Bühne gesehen haben. Dieses Kind in dir ist offensichtlich unfassbar kreativ. Kannst du das so unterschreiben oder denkst du, Kleis ist ein Arschloch? Nein, mitnichten. Du hast völlig recht. Was mich ein bisschen betrübt macht, weil diese jugendliche, unbekümmerte Ausstrahlung ist natürlich etwas, was einen doch in eine Schublade bringt. Also für die Leute, man ist ja immer der lustige Typ. Ich wäre gerne ein Kindermörder zum Beispiel, aber kein Mensch kommt auf die Idee, mich dafür zu besetzen. Ne? Kindermörder oder was Schlimmeres. Aber du hast schon auch sehr, naja, Rollen gespielt, die anderen Leuten Angst machen können. Ja. Okay. Es gab so einen Krimi, wo du so einen wirklich einen finsteren... Du, ich habe so viel gedreht, ich kann mir nicht alles merken. Okay. Also von daher dachte ich, diese Seite hast du schon eigentlich hinter dir, hast du gelebt oder gespielt jedenfalls. Ne? Welche Programme machst du noch? Also du hast dieses Jacques Brel-Programm als Sänger, als Musiker. Du bist Romanautor, du bist Schauspieler. Das ist Multitasking. Ich dachte immer, das können nur Frauen. Ja, Entschuldige, mein BH ist ein bisschen runtergerutscht. Okay. Okay, wie werde ich das jetzt aufzäumen? Ja, mich hat immer interessiert, was ich nicht kann. Und deswegen mache ich wahrscheinlich so viel. Ich wusste, dass ich nicht schreiben kann. Also hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, willst du was schreiben, hätte ich gesagt, geht's noch. Eins war auch sicher, ich wusste, dass ich nicht inszenieren kann. Mittlerweile inszeniere ich. Ich inszeniere auch Opern. Also all das, wovon ich denke, das geht vermutlich in die Binsen, das gehe ich an. Okay. Das ist meine Art, ist meine Art, nicht erwachsen zu werden, aber zu wachsen. Mhm. Einfach auszuprobieren und sehen, ob es funktioniert. Bei dem Gespräch, das du vorhin erwähnt hast, vorgestern, hast du mir erzählt, dass du an einem Brecht-Weil-Programm arbeitest mit der Drei-Groschen-Oper als Gegenstand. Ja, ich habe ja vor vielen Jahren die Drei-Groschen-Oper gesungen mit einer Rockband. Ich sang alle Lieder der Drei-Groschen-Oper, also auch die Frauenparts, die Duette, Terzette, alles. Und also ohne die Geschichte der Drei-Groschen-Oper zu erzählen, also mich darauf stürzend, auf das, weswegen die drei Groschen, die Menschen die drei Groschen Oper lieben. Also nicht wegen des völlig mischugenen Stückes und der völlig verschmockten Story, sondern wegen der Songs. Und das ist nun ein paar Jahrzehnte her und jetzt dachte ich, okay, die Musik, das Musikverständnis oder mein Musikverständnis hat sich geändert. Jetzt ist es an der Zeit, einen neuen Abend zu machen. Und das mache ich jetzt mit einer vierköpfigen Band mit 3 Bläsern, also mit 7 Musikern. Und das ist das, was ich jetzt am Montag in Hamburg proben werde. Wow, das ist morgen. Ja, morgen. Wow, okay. Volles Programm. Ja. Das ist der nächste. Und meine Frau ist dann zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Im Roman heißt deine jetzige Frau Laura. Ja. Geht es zurück auf Petrarca? Der hat wunderschöne Canzone geschrieben für Natürlich Laura. Natürlich geht es auf Petrarca zurück. Nein, ich fand es ist ein schöner Name, ist musikalisch, hat auch ein bisschen was Herbes und schön und herb, wie meine Frau. Und es stimmt, dass ihr euch, also dass du sie kennengelernt hast als Bedienung in einem Restaurant in Weimar, das heißt anno 1900? Ja. Am Goetheplatz?
Ja, ich hab einen Kinderkinofilm in Weimar gedreht und habe die Kollegen gefragt, wo kann man hier gut essen, weil ich dazu kam, ja, für diesen Dreh. Dann haben sie gesagt, komm, wir bringen dich dahin, wo wir immer hingehen. Und da hat mich diese Dame bedient. Und wie es sich herausstellte, war das die Besitzerin des Restaurants. Und dann habe ich mich, um ehrlich zu sein, hat sie sich in mich verliebt. Okay. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um es zu kapieren. Ich bin ja auch ein Mann. Und hat sie sich scheiden lassen und mit zwei Kindern. Und ich habe mich scheiden lassen, ebenfalls mit zwei Kindern. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren glücklich in Weimar. Mitten unter Goethe und Schiller und... Ja, die sind auch da. Ja, okay. Okay, das war eine wunderbare Geschichte. Eigentlich mindestens ist jetzt vorbei jetzt, der Talk? Ernsthaft? Sollen wir weitermachen? Zugabe? Zugabe, okay. Guck mal, Elfi hat dir eine frische Cola eingestellt. Vielen Dank. Zum Wohl. Ja, Prost. Auf die Zugabe. Ja, also diese, kann man vielleicht nochmal über die Bücher zurückkommen. Das erste, sehr gerne. Das erste ist eine Krimikomödie. Das fand ich als Genre spannend. Als ich das auch mit denselben Figuren und so... Der Kaminski lernt dann seine Laura kennen und es entspinnt sich diese große Liebe. Aber es ist ein ganz lustiger, spannender Krimi. Und dann dachte ich, nach einem Krimi könnte man natürlich den nächsten Krimi machen, aber so wie es meine Art ist, dachte ich, ich will das Genre wechseln und habe es dann weitergeführt als Liebesroman. Also ein Roman, in dem alle Facetten von Liebe aufgezeigt werden. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht, jetzt können wir wieder ernsthaft reden. Gerade den Liebesroman, der hat mir sehr gut gefallen, vielleicht aufgrund meiner Vita. Jedenfalls fand ich den total spannend. Das Spannendste daran eben für mich, wie gehen diese beiden Paare mit dem Alltag um? Normalerweise würde ich sagen, Alltag ist Alltag, also langweilig, aber in der Art und Weise, wie du denn die Schwierigkeiten des Alltags beschreibst, wird er plötzlich spannend. Und das hat mich gewundert, wie das passieren kann. Das ist also etwas, Krimi ist per se spannend, ne, vom ja. Genre her. Das ist einfach sozusagen Gott gegeben, wenn du so willst. Aber dass ein Liebesroman über den Alltag, also über die Niederungen der Liebe, spannend werden kann, dazu dachte ich, gehört Technik. Aber wenn du sagst, du hast es nicht gelernt, wundert es mich umso mehr. Nö, das hat tatsächlich was mit meinem Leben zu tun. Also okay. Da Alltag für mich nicht alltäglich ist, ist es etwas, was mich andauernd beschäftigt und bekümmert, nämlich, was fehlt mir also im Leben? Ich meine, natürlich ist es cool und wunderbar, ich trete da auf mit unfassbar großartigen Musikern, ich darf mit Nils am Konzept arbeiten, ich darf an diesem Manuskript arbeiten und das ist wirklich großartig, aber was ist der Preis? Ja, nach der Probe, nachdem wir die vielen Stunden geprobt haben, komme ich in mein Hotelzimmer und bin alleine. Nils hat das Glück, seine Frau begleitet ihn, das ist cool, aber wenn du 9,5 Monate weg bist im Jahr, von zu Hause ist es doch sehr beschwerlich. Und du merkst, dass Alltag, auch wenn ich mich freue, ob der Erlebnisse, dass der fehlende Alltag Wunden hinterlässt. Okay. Deswegen ist es etwas, was mich seit Jahrzehnten beschäftigt, der Alltag an sich. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, ich rief, war Wochen unterwegs und wir sind aus Weimar nach 2 Jahren Leben in Weimar in einer Stadtwohnung, sind wir aufs Land gezogen und das war ein klitzekleines Häuschen, mittlerweile sind wir auch umgezogen, aber ist egal, und ein ganz süßes Dorf und meine Frau hat alles gemacht, den Garten und alles und hat sich schon mit den Nachbarn angefreundet und die haben ihr geholfen und alles und dann grillte sie
in meinem Garten mit den Freunden. Und mir, also, das ist jetzt nicht übertrieben, aber mir kamen, als sie mir das erzählte, jetzt ist es natürlich auch ganz anders, weil wir schon so lange beisammen sind und logischerweise gönne ich ihr alles und jede Freude und so wie sie es mir gönnt, aber als ich das hörte, mir kamen fast die Tränen. Ja, ich dachte, scheiße, sowas Schönes. Weißt du, du bist gerade eingezogen, der Garten ist super, es ist schönes Wetter. Und dann grillt sie mit den Nachbarn, die uns so wohlgesonnen sind. Und ich bin in meinem Hotelzimmer. Also, grauenvoll. So, was habe ich für ein furchtbares Leben? Okay, so, also das ist, ich will einfach nur sagen, wie ich, weswegen mich diese Thematik betrifft. Jetzt verstehe ich das auch besser, natürlich. Also wenn du das selber nicht lebst, sondern eben als Wunde empfindest, dass du es nicht leben kannst, kannst du es natürlich auch dann so beschreiben, so wunderschön beschreiben, wie in dem Chanson d'Amour, so heißt dieser Liebesroman. Es gibt in beiden Romanen auch eine junge Frau, die heißt Frettchen, oder nennt sich selber Frettchen. Die ist total chaotisch, also ich liebe sie eigentlich deswegen, diese Figur, weil sie so ein Chaos anrichtet, aber sie hat auch sehr kreative, sehr kluge Gedanken, sie ist beides eigentlich, ne? So ein Chaos-Vibe und... Ja, das ist, sie ist ganz toll, sie hat ein großes Herz, sie ist ganz, ganz sensibel. Also wenn man, keine Ahnung, durch die Stadt läuft und man sieht so Punks, die am Bahnhof da rumlungern, dann mit ihren Hunden oder sowas, dann guckst du in die Gesichter und merkst, was das für tolle Menschen sind, wie sensibel, wie nett sie sind. So. Und Frettchen hat was davon, ein schreckliches Mädchen auf der anderen Seite, die sagt immer, ey, du Wichser, das ist einfach eine unfassbare... derbe Sprache, die sie hat, ein ganz sensibles Wesen. Und das Tolle an Kaminski ist, dass er sich ihrer annimmt, weil sie immense familiäre Probleme hat und sie zieht bei ihm ein, 14-jähriges Mädel. Und er weiß, dass er das niemals bewältigen kann. Also er kann dem nicht gerecht sein. Und dennoch macht er das. Und das erinnert mich ein bisschen an mich. Ich habe 4 Kinder, letztlich ist es auch eine unfassbare Unverschämtheit, auch nicht zu bewältigen, habe ich auch nicht, habe es dennoch gemacht. So. Laura wird damit fertig, auf eine distanzierte Art und Weise. Sie hält ja die Distanz zu Frettchen, eher als der Kaminski. Kaminski ist mehr so emotional wie so ein Bär, der sich ihrer annimmt und wie du sagst, dann scheitert er so ein bisschen, aber nicht wirklich richtig, und während Laura hält Distanz. Ja, Frauen sind ja sowieso da, der Kompass. Frauen wissen zumeist, wo Norden ist, und das ist, glaube ich, ganz gut. Das hatten wir vorhin, das fand ich ganz interessant, wo du sagtest mit dem Kompass. Norden, wie war das nochmal? Kannst du das nochmal wiederholen? Das fand ich politisch super. Genau, der Norden ist da, wo der Süden hin will, wenn sich der Westen und der Osten darüber, was habe ich gesagt? Über die Grenze Europas streiten. Genau. Genau. Das ist bitter. Ja, bitter, aber politisch trifft es genau die Situation im Moment. Ja. Nee, aber mal zurück zu Laura und zu der Distanz. Ich fand das sehr interessant, dass sie ihre Zuneigung zu Frettchen durch Distanz auch zeigt. Ja, aber es ist nicht nur das. Weißt du, wenn du, jetzt komme ich wieder auf mich zu sprechen, ich habe meine Frau kennengelernt, oh, das ist auch eine schöne Anekdote im Nachgang. Als meine Frau mir erzählte, sie hätte 2 Kinder, also ich wusste, sie ist verheiratet, also ich wusste auch, dass ich verheiratet bin und 2 Kinder habe, ich wusste, sie ist verheiratet, und irgendwann mal erzählte sie mir, sie hätte 2 Kinder. Und dann erzählte sie weiter und ich habe gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich stockte, weil gar keine Reaktion von mir zu vernehmen war. Also sie hätte auch sagen können, ich habe 2 Tiefkühltruhen oder 2 Harleys, oder warum soll man keine 2 Tiefkühltruhen haben, und insofern, warum soll man keine 2 Kinder haben? Also mich hat das gar nicht so interessiert. Also nicht, weil es mir wurscht ist, sondern sie hat eben 2 Kinder. Und mir war klar, wenn ich diese Frau haben will,
dann ist es ein Paket mit zwei Kindern. Ja. Habe aber überhaupt nicht reagiert. Und meine Frau war so schockiert, so nach dem Motto, ach so, das blendet er aus. Das wird ja eine schöne Bekanntschaft. Und so ist es auch, um auf den Roman zurückzukommen, auch ein bisschen mit Laura. Laura weiß genau, der Kaminski, den kann sie nicht kriegen, wenn sie nicht auch einen Weg zu Laura findet. Und es gibt was Schlimmeres, als sich um Kinder zu kümmern, auch wenn es nicht die eigenen sind oder wenn man sie nicht selbst gezeugt hat. Also meine nicht gezeugten Kinder sind meine Kinder. Klar, für mich geht das genauso. Ja. Aber du hast doch deine beiden Kinder gezeugt. Die schon. Aber nicht meine beiden Stiefkinder. Ah, verstehe. Alles klar. Also Elfis Kinder. Also. Ja. Also Stiefkinder ist schwierig zu zeugen, finde ich. Das ist recht. Das ist recht. Hast du ja auch gesehen. Ja. Ja, das ist recht. Aber das Wort zum Beispiel Stiefkinder ist, oder beziehungsweise Stiefvater, es gibt nichts Schlimmeres. Also das Wort gab es nicht. Das ist den ab und zu meinen Kindern in den ersten Jahren rausgerutscht, aber an meinem Gesicht haben sie gesehen, dass ich da nicht erfreut darüber bin. Ja? Genau, das ist, trifft ungefähr das, was in meiner Situation auch der Fall ist. Wobei wir nicht auf Vater oder sowas stehen, wir nennen uns einfach beim Vornamen und gut ist. Ja, ja. Also. Ja. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Ich denke, wir hätten es. Okay. Das war's schön. Peter, ich danke dir. Dominik. Ich heiße Michel Fuchs, bin listig wie der Luchs. Mit Fuchsenschwanz und rotem Fell bin ich ein Prachtgesell. Halt ich in meinem Wald die Wacht, in meiner schönen roten Pracht. Entwischt mir keine Maus, Mord nicht und auch nicht Klaus.